Als es dämmerte, als das ganze Ausmaß klar wurde, war, glaube ich, der vorherrschende Gedanke, das kann alles gar nicht wahr sein. Können Sie bitte am Anfang den Moment beschreiben, wann Sie das erste Mal von der Manipulation der Software in Autos des VW-Konzerns erfahren haben? Wann war das und was war Ihre spontane Reaktion? Ich habe davon aus den Medien erfahren, zunächst über Agenturmeldungen, dann später über Fernsehberichte. Das ganze Ausmaß ist ja dann erst in den Tagen danach so richtig deutlich geworden. Deswegen habe ich es am Anfang als ernsthaften Vorgang irgendwie registriert, aber noch nicht in der Dramatik, die wir inzwischen kennen. Und als Ihnen das dann dämmerte? Als es dämmerte, als das ganze Ausmaß klar wurde, war, glaube ich, der vorherrschende Gedanke, das kann alles gar nicht wahr sein. Warum? Das passt nicht zu meinem Bild von Volkswagen, das ebenso wie von ganz vielen Beschäftigten, auch von Millionen von Kunden, eigentlich insbesondere durch Zuverlässigkeit, hohe Qualität geprägt ist. Und das ist natürlich ein Bild, das steht quer zu dem, was wir jetzt wissen. Was war das Neue, was Sie dann lernen mussten? Ich hätte mir ganz ehrlich nicht vorstellen können, dass man Dieselabgaswerte manipuliert und dass das sich auch über Jahre hinweg so fortpflanzt, ohne dass an einer Stelle aufgemerkt wird. Das hätte meine Fantasie sicherlich noch vor wenigen Wochen deutlich überstiegen. Wir haben es ja mit einem deutlichen Fehlverhalten zu tun. Und zwar eines, das sich doch über eine ganze Reihe von Jahren fortgesetzt hat. Und es wird sicherlich notwendig sein, sich zu fragen, wie kann das eigentlich geschehen, dass in einer so großen Organisation ein solcher Vorgang so viele Jahre letztlich verdeckt bleibt. Daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, das ist für mich eigentlich entscheidend. Denn abgesehen davon, dass das, was hinter uns liegt, schlimm genug ist und auch sicherlich zum Beispiel auch deutliche wirtschaftliche Konsequenzen haben wird, geht es vor allen Dingen in die Zukunft gerichtet darum, dass so etwas nie wieder bei Volkswagen geschehen darf. Und dafür muss dieser Vorgang sehr gründlich aufgearbeitet werden, gerade auch im Hinblick auf die Frage, wie können wir dazu kommen, dass jedem Mitglied dieser riesengroßen Organisation klar ist, solche Fehlentwicklungen, die kann ich nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern ich muss sie laut und vernehmlich dann auch zur Sprache bringen. Wie waren Sie einverstanden, möglicherweise auch nicht einverstanden, mit der Kommunikation durch Volkswagen? Die Untersuchungen in Kalifornien fanden statt im Frühjahr 2014. Es gab dann, wie wir wissen, Kommunikation zwischen den amerikanischen Behörden und VW. Die Öffentlichkeit erfuhr davon, wie Sie, um den 18. und 19. September. Kunden fühlen sich schlecht behandelt, betrogen, Investoren fühlen sich betrogen. Wie haben Sie das Kommunikationsverhalten von Volkswagen empfunden? Im Nachhinein betrachtet hätte man vieles anders machen sollen. Das beginnt am Anfang des Ganzen. Man hätte niemals einen solchen Ausweg wählen dürfen. Man hätte auch darüber hinaus sehr schnell, insbesondere gegenüber den amerikanischen Behörden, rein Wein einschenken sollen, was nicht geschehen ist. Und letztlich dann natürlich auch innerhalb des Unternehmens, auch gegenüber der Öffentlichkeit, offensiv kommunizieren sollen. Das hätte wahrscheinlich manches, was die Auswirkungen angeht, leichter gemacht. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Und deswegen hilft es an dieser Stelle herzlich wenig, der vergossenen Milch hinterher zu trauern. Ja und nein. Lassen Sie mich das journalistisch formulieren. Ist das ein Skandal im Skandal, das Kommunikationsverhalten? Ob es ein Skandal im Skandal ist, das kann ich nicht sagen. Das kann man ja auch sehr, sehr schwer bewerten. Es ist ein Teil dessen, was so nicht hätte sein sollen. Jetzt gibt es aber Investoren, die sich genau darauf beziehen und sagen, hätten wir denn rechtzeitig gewusst, dass es dieses Problem gab, dann hätten wir nicht VW-Aktien gekauft oder Kunden, dann hätten wir keine VW-Autos gekauft. Und das bedeutet ja enormen juristischen Ärger für den VW-Konzern. Es wird sicherlich eine ganze Vielzahl von
Verfahren geben in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen juristischen Ebenen, wo diese Vorgänge nachgearbeitet werden. Aber Sie werden verstehen, dass ich das derzeit nicht bewerten kann. Vor wenigen Wochen, das war, ich glaube, so 2 Wochen nach der Veröffentlichung der Vorgänge, wurde, und ich möchte Sie jetzt nicht bitten, die Situation in den USA zu kommentieren, ich möchte Ihnen nur kurz die Situation beschreiben. Michael Horn, der Chef von Volkswagen USA, in Washington in einem Hearing vorgeladen, und wir haben uns das mal genauer angehört, was er da gesagt hat. Er sagte, dass nach seiner Kenntnis es sich nur um eine kleine Gruppe von Individuen handelt, die für die Manipulation von Abgaswerten verantwortlich ist. Und dann gab es so ein Hin und Her mit Politikern, die ihn befragt haben, und er hat dann zugegeben, und das fand ich erstaunlich, dass es ihm selber schwerfällt, das zu glauben. Herr Ministerpräsident, fällt Ihnen das auch schwer zu glauben? Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Und ich möchte im Moment wirklich nicht spekulieren. Es gibt sehr unterschiedliche, gleichermaßen intensive Untersuchungen. Die einen durch die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt, die anderen konzernintern durch eine amerikanische Anwaltsfirma. Und ich gehe davon aus, wenn die Ergebnisse dieser Ermittlungen auf dem Tisch liegen, dann wird man auch sehr viel genauer wissen, wer zu welchem Zeitpunkt wann was wusste. Und davor, bitte ich um Nachsicht, möchte ich eigentlich von mir aus nicht im Nebel stochern. Einverstanden. Martin Winterkorn war lange Vorstandsvorsitzender. Er hat gesagt, er sei unschuldig. Es wurde ihm bislang von niemandem das Gegenteil nachgewiesen. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt, glaube ich, nicht gegen ihn. Trotzdem ist er zurückgetreten. Warum tritt der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen zurück, wenn er denn unschuldig ist? In der Politik gibt es auch immer etwas wie Gesamtverantwortung, und sowas muss es auch in großen Unternehmen geben. Ganz am Ende sind die Menschen oder der Mensch an der Spitze auch mitverantwortlich für Vorgänge von größter Tragweite. Nicht im Sinne einer persönlichen Verantwortung, aber wenn Sie so wollen, einer politischen Verantwortung, einer Gesamtverantwortung. Politiker kennen dieses Phänomen sehr praktisch, aber es gibt es eben auch in der Wirtschaft, und deswegen war der Schritt von Martin Winterkorn sehr schnell, nachdem die Vorgänge bekannt wurden, meines Erachtens nicht nur honorig, sondern auch richtig. Ist das ein Akt der notwendigen Selbstreinigung auch eines Organismus, eines Konzerns? Es ist erstmal, finde ich, ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass Verantwortung ernst genommen wird und dass das von der Spitze her gedacht werden muss. Ich hätte ein sehr viel unangenehmeres Gefühl, wenn wir jetzt sozusagen alle Anstrengungen nur darauf konzentrieren würden, Sachbearbeiter oder Abteilungsleiter im Hinblick auf ihre persönliche Verantwortung hinzubefragen. Dadurch, dass Martin Winterkorn sehr früh für sich persönlich die Konsequenzen gezogen hat, kommt, finde ich, auch ein Verständnis von Verantwortung zum Ausdruck, das ich ausgesprochen richtig finde. Über eine Person, die für Volkswagen sehr wichtig ist, müssen wir noch kurz sprechen, wenn Sie gestatten. Das ist Ferdinand Piëch, der den Konzern ja geführt hat, auch in Teilen gestaltet hat. Sie haben ihn kennengelernt, weil er noch bis vor kurzem Aufsichtsratsvorsitzender war. Welche Bedeutung hat Ferdinand Piëch für den VW-Konzern? Nun, also ich bin persönlich davon überzeugt, Ferdinand Piëch gehört zu den großen Persönlichkeiten der deutschen Industriegeschichte seit 1945. Dieser Aufstieg, den ich beschrieben habe, von Volkswagen, von einem relativ bescheidenen Automobilbauer in Norddeutschland hin zu einem Weltkonzern, trägt in großen Zügen seinen Stempel. Das ist etwas, was, glaube ich, in jedem Fall bleiben wird. Ich hätte mir andere Umstände gewünscht, unter denen er dann zum Beispiel den Aufsichtsratsvorsitz abgibt. Das war ja in dem ersten Halbjahr auch eine durchaus schwierige Auseinandersetzung, die es gegeben hat. Aber diese Verdienste von Ferdinand Piëch, die werden in jedem Fall bleiben. Warum hat er denn den Aufsichtsratsvorsitz niedergelegt? Nun ja, es gab bekanntlich, das wissen Sie, Äußerungen über den Vorstandsvorsitzenden, die so von der Mehrheit im Präsidium, im Aufsichtsrat nicht getragen wurden. Und da der Versuch, doch noch zu einer Einigung zu kommen, nicht gelungen ist, musste eine andere Klärung herbeigeführt werden, und das ist auch geschehen. Das ist eine freundliche, diplomatische, politische Umschreibung des Wortes Machtkampf. Das war eine Auseinandersetzung. Wir haben eben über die Kultur von Volkswagen gesprochen. Welche
Verantwortung, ich meine es nicht im juristischen Sinne, hat Ferdinand Piëch für die Kultur von Volkswagen, über die wir sprachen? Ich glaube, man kann sagen, dass Volkswagen in dieser großartigen Entwicklung auch schon entscheidend geprägt worden ist. Erstens von Ferdinand Piëch und zweitens von Martin Winterkorn. Beide sehr starke Persönlichkeiten. Damit verbunden ist auch eine Führungskultur, die dann sehr stark auch zur Spitze hin orientiert ist. Und schon vor Bekanntwerden der Probleme mit den Dieselabgaswerten gab es ja eine breite Diskussion im Konzern, die sich gefragt hat, sind das eigentlich noch die richtigen Führungsstrukturen unter den Bedingungen, dass wir es hier jetzt mit einem äußerst vielfältigen Weltkonzern zu tun haben. Und das Ergebnis ist zufälligerweise unmittelbar nach Bekanntwerden des Skandals dann auch vom Aufsichtsrat verabschiedet worden, nämlich eine umfassende Organisationsreform, die sich vor allen Dingen auch dadurch auszeichnet, dass mehr Verantwortung in die Marken und die Markengruppen von Volkswagen verlagert wird und insbesondere auch mehr Verantwortung in entscheidende Märkte überall auf der Welt gegeben wird, dass man also von einem übertriebenen Zentralismus abweicht. Das ist das Ergebnis einer Diskussion gewesen, die schon lange davor begonnen wurde. Ich bin allerdings ehrlich gesagt froh darüber, dass wir sie geführt haben und dass jetzt diese Entscheidungen da sind, denn was wir jetzt wissen, bestätigt eben in mancherlei Hinsicht auch, dass wir an dieser Stelle Handlungsbedarf hatten.